Hallo ihr Lieben, ich bin's. Ich werde euch heute zeigen, wie ich mit diesem Stempelset hier im Prinzip etwas mache, dass es aussieht, als wäre es mit Aquarellfarben gemalt. So gar nicht gestempelt, sondern selbst gemalt. Und den Stängel da unten, den will ich nicht, den klebe ich immer ab. Das zeige ich euch jetzt, wie ich das mache. Ich meine, das ist ja kein Hexenwerk, aber falls vielleicht der ein oder andere, der gerade anfängt mit Karten machen, ist ganz happy über den kleinen Tipp hier. Hi guys, I will show you today how I make a cut with this stamp set I just showed you, and I will show you how I make it that it looks like it's an watercolor painting, not really stamped, just as you have done it by yourself, you know. So, and therefore, I don't need this stem, that's why I cover it up all the time. And I use all two different inks, and yeah, touch it up here and there with a lighter one and then the darker one, and so on. Ich habe jetzt hier immer die beiden verschiedenen Inks genommen, erst das hellere und dann eben das dunklere, dass ich beide habe und dass man eben so ein bisschen dadurch auch einen Unterschied hat und es nicht so gleich aussieht. Beim Stempeln sieht das ja immer sehr gleich aus und dann sieht es auch eher gestempelt aus. Und wenn man es schwarz stempelt und dann koloriert, natürlich erst recht. Und darum stempel ich hier mit den Harmony Inks direkt und dann mache ich weiter. Ich werde die ganze Karte hier voll stempeln. I'm covering the whole card here with watercolor paper and cover it completely with the stamp and then I start to work on it. Ich habe jetzt hier, jetzt bin ich fertig. Das ist übrigens Aquarellpapier, relativ schweres, 300 Gramm. Und so, jetzt Wasser. Ich habe jetzt hier auf meine Kraftmatte Wasser gesprüht und nehme das mit dem Pinsel auf und gehe jetzt hier ganz großzügig über das Papier. Und dann mache ich nochmal extra Ink auf meine Kraftmatte, um noch so ein paar dunklere Ecken zu haben. Nehme das auf mit dem Pinsel und packe das aufs Papier. You know, I put some water on my craft mat here and really wet the surface generously. And then I started with the ink again, put some ink on and picked it up with my as you can see here with a brush and put it on to the page that I have a very uneven layer of paint, you know, that it's darker and lighter in areas, so it's that it looks very very organic. Ich habe das jetzt extra so gemacht, dass ich also wirklich einen sehr sehr unegalen Layer, also dass ich keinen gleichen immer so einen gleichen Hintergrund habe, farbtechnisch, sondern eben, dass es sehr, sehr ja, natürlich aussieht. So, als hätte man mit Aquarellfarben gearbeitet. Jetzt nehme ich hier so ein dunkles Orange und gehe dann in meine Blüten und koloriere sie damit. Und auch über die Stängel hier und da und gehe dann ja, ein bisschen heller, ein bisschen dunkler, ganz verschieden. Ich versuche also wirklich nicht sehr gleichmäßig damit zu kolorieren, weil es einfach, wie gesagt, vorher schon gesagt habe, sehr wesentlich natürlicher aussieht. And even here with the darker orange I'm using from my craft mat, I try to stay very, yeah, uneven or very not persistent with the layers or with the color and the concentration of the color, because, or as I said before, to keep it in this organic look. And that's what I think makes it look even more hand-drawn, I think. So, and I will show you a second one I made. I won't finish that into the card, but I show you on that one how I use sketchy lines just to go around the stemmed flowers. And that's another way to, yeah, make it look like you made it your own. Ich habe dann noch im Prinzip einen gleichen Hintergrund. Da zeige ich euch halt nur, wie ich mit einem schwarzen Stift so diese sketchy Linien mache drumherum, um es dann noch ein bisschen mehr
selbst gezeichnet aussehen zu lassen. Für den Spruch nehme ich dann hier die kleine Fee, die in dem Stempelset dabei ist, und die hat, die hockt da und hält so die Hand auf, und aus ihrer Hand heraus kommt irgendwas magical. Und da gibt es halt so verschiedene Aufsätze, sage ich mal, die man da nehmen kann. Deswegen das Originale, was drauf ist, habe ich abgedeckt und nehme jetzt so ein Swirly-Ding. Könnt ihr ja sehen. This is a little fairy I stamped. It is in that stamp set, and this fairy has the open hand, palms up, and is something's rising from her hand, and you can choose that. The original one, I covered that up and put this swirly bit on. There are stars and something else, so you can choose what you want, what rises up from her hand. So that's only the verbreite dein something, spread out your magic or something. It's in German. So, okay, I'm matting the card now. That goes onto a red card base. And the fairy sentiment bit will be put on with 3D foam, because I really like to have it dimensional. You know that. When I have the sentiment separated from the card, when I'm not stamping on the card directly, then I really like to raise it, to have this dimensional. Yeah, where to put it? ich habe dann jetzt hier das auf eine 3D Schaumkleber gepackt, weil wenn ich die, ja, ich mache das eben ganz gerne, wenn ich das den Spruch extra habe auf einem Papierchen, dann habe ich das gerne erhaben, eben ein bisschen dann dimensional. Sonst nicht. Sonst stempel ich eben direkt auf die Karte. So ein bisschen schattieren hier noch. Aber das ist alles so. Und das ist jetzt die zweite. So that the second one, where I told you before that I will show you how I do the sketchy lines. Das sind jetzt hier diese Linien, die ich noch mache. Einfach, um euch zu zeigen, wie das dann aussieht. Ich finde beides eigentlich sehr schön, muss ich sagen. Weil ich, ja, obwohl ich mag es mit diesen Linien eigentlich sehr gerne. Ihr kennt mich ja, ich habe ja diese sketchy Linien ganz gerne. Aber es sieht einfach am Ende, wenn man sich das anguckt, ja, kann man nicht sagen, das ist gestempelt. Und das finde ich einfach mit diesen wasserlöslichen Inks, mit den Harmony Inks, finde ich das wunderschön. Du hast eben nicht diese ganz sauberen Kanten und kannst das schön noch, weil es ja wasserlöslich ist, noch schön ausbreiten, schön verlaufen lassen, schön verblenden. Das mag ich. So, das ist es aber auch schon. Ich werde euch das Close-Up gleich zeigen. So, guys, that's it. You know, the Close-Up is coming now. And I will show you this very close. You know, I like the sketchy lines, so. Yeah, it looks very, very much hand-drawn, doesn't it? So you really can't see it is that it's stamped. You wouldn't, if you're not a stamper, or not crafter or card maker, you wouldn't know, would you? So, yeah, you can show off with it a bit. So, okay, guys, thanks a lot for watching. I hope you like it, and if so, please leave me a thumbs up, and a comment would be very much appreciated. I hope I see you soon with my next video. Until then, I wish you a fantastic time. Bye, guys. So, vielen lieben Dank. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet was mitnehmen. Wenn dem so ist, lasst mir noch einen Daumen hoch da. Im Kommentar würde ich mich riesig drüber freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch bald wieder mit meinem nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz tolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Ciao.